Und damit herzlich willkommen zurück zu Titan Quest. Gleich mal den dritten Part in Folge. Danach ist Wochen gut. Hast du jetzt einen Timer gestellt oder soll ich mir selbst einstellen? Nein. Danke. Ja, also sag's mir halt nicht vorher, dass du jetzt direkt das weiter aufnehmen willst. Eigentlich wollte ich es auch schon aufgehen. Ja, sag das doch. Ja, du gibst mir keine Zeit. Ja, kurz den Part ändern. Ich bin gerade hier am Lesen und dann auf einmal nimmst du schon weiter auf. Ja, ist halt so, ne? Du sagst mir heute eiskalt erstmal einen Schluck Apfelsaft zusammen trinken und dann trinke ich ja Apfelsaft und bin der Einzige. Oh, ist schon ein bisschen scheiße, allein Apfelsaft zu trinken. Ja, dann trinke jetzt auch einen Schluck Apfelsaft pur aus der Flasche. Super. Zufrieden? Ja, halbwegs. Alter, ich bin tot. Boah, fuck, Alter, das war eng. Jetzt bin ich vollkommen wie ein Brot. Das ist ein bisschen zu hoch für ihn. Wenn das jetzt lustig gewesen wäre, ne? Das war lustig. Nein. Ein bisschen musst du grinsen. Nein, wirklich nicht. Ja. Alter, nein, fick dich. Ist das scheiße, ey. Ich hasse so eine Geräte. Du brauchst mehr Energie. Halt die Schnauze, Mädchen, oder ich bumse deine Mami. So, das Ding ist tot. Ich muss mal kurz healen. Boah, hat er viel verloren, ey. Gar nichts. Gut, knochige Banditen ist abgeschlossen. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Hier sind ein paar Goblins. Ne, hier sind keine Goblins. Du brauchst mehr Energie. Halt die Schnauze. Will eh keiner wissen. Falls ihr euch fragt, was ich die ganze Zeit nebenher esse, geht euch gar nichts Diese an. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll aus. Das sind Chips. Nein. Pisse. Chips für den Künstler. Es ist geh doch nicht mal den Geschmack. Du brauchst mehr Energie. Nein, zum Glück nicht. Ich glaube den nächsten Part. Ich glaube diesen Part endlich einfach, ich fick ihre Mutter. Habe jetzt hier alles erkundet. Ja, hier haben wir jetzt alles erkundet. So, ein Partner, dann nehme ich noch ein Partner von Meat Boy auf und dann reicht es aber auch für heute. Ich meine, ich muss es rendern und hochladen. Und beides dauert mir 10 Stunden, bei mir 10 Stunden. So, jetzt kommt erstmal gleich der nette Gegner, den keiner nett findet. Boah, leckt das gerade. Die ganze Zeit schon gar nicht auf meine Frames. Bin interessiert auch. So, mit Öl, jetzt können wir hier mal rausgehen und hier einmal rumgehen. Und dann sehen wir, oh, hier ist ja gar nichts. Außer ein paar Spinnen. Und dann bumsen wir mal kurz ihre Mütter. Und dann gehen wir weiter. Jetzt über die Brücke und dann kommt der nächste nette Gegner. Der bestimmt gleich erstmal 20 Leute kalt macht. Unter anderem mich. Und naja, mal gucken, ob wir das überleben, ne? Ach klar, hier sind noch Krähen. Ja, Aska, ja, weil ich hier auch noch nicht kalt gemacht habe oder so. Weil ich hier überhaupt noch nicht war. Entschuldigung, Alter, ich hab grad die Windows-Taste gedrückt. Gut, dass die gesperrt ist. So, auf ihn mit Gebrüll. Was er gleich wahrscheinlich starten wird, der Widerling. Alter, der ist so todesstark. Ich meine, der Insta-killt mich fast. Okay, er hat zwei Leute getötet, er hat noch einen getötet, jetzt bin ich sein Ziel. Gut, aber so stark ist er gar nicht mehr. Alter! Okay. Ich lauf erstmal ein bisschen weg. Machst du gar nicht. Doch, tue ich gerade wirklich. Das ist asozial. Ja, ich hab was getötet. Das ist cool, muss so. Total. Jetzt komm, Tunis, zerreiß ihn. Oh, ich hab kein Hundi mehr. Okay, ich hab grad mindestens 5 Energietränke schon mal ausgegeben an dem.
Okay, ist tot. Ich habe gerade den Zyklopen platt gemacht. Was hatte der für eine Keule dabei? Zyklopenkeule. Ja, die ich gerade nicht aufgesammelt habe. Ach, bis 36 Schaden nur. Und sein Rock flattert im Wind, das ist ekelhaft. Grünen Stab. Boah, zwei schlechte Ringe. Schlechte Beinwickeln. Eine königliche Truhe für mich. Und vier Tote. Plus zwei Hundis. Ah, schade, wieder nur eine königliche Truhe. Ich hatte irgendwann mit Leon den Bug, dass ich immer zwei königliche Truhen hintereinander stehen hatte. Das war ziemlich lustig. Haben wir das Spiel eigentlich geupdatet oder läuft es noch auf der Grundversion? Ich glaube, wir haben es nicht geupdatet. Ich glaube nämlich auch nicht. So, zack. Das mitnehmen und das mitnehmen. Passt ja alles. Gut, dann gehen wir mal kurz in die Höhle rein und biegen wir nochmal zur Stadt. Kaufen nochmal. Glaube ich nicht. Warum nicht? Das ist unfreundlich. Nee, ich finde es äußerst freundlich. Ich bin gelevelt. Bist du gar nicht. Bin ich. Nein, du bist ein Level runtergegangen. Okay. Boah, ich bin irgendwie gar nicht so gut drauf jetzt. Noch grade. Mehr kannst du nicht tragen. Wieso? Weiß nicht, mir ist gerade auch irgendwie nicht so gut. Meine Nase juckt. Boah. Sowas finde ich dann extrem nervig immer. Okay, ich habe gerade auf diese Pause gedrückt. Bestes Spiel. Der Helm ist immer noch besser. So, mit Ö. Was wollte ich gerade machen? Die Welt erobern. Ich hatte mir gerade irgendwas vorgenommen. Den Geschmack mögen, weil es steril ist? Nein. Irgendwann ist es auch nicht mehr lustig. Was ist nicht mehr lustig? Also steril und ich mag den Geschmack. Das wird nicht lustig sein, das ist mein Ernst. Dann trink. Hab ich schon. Gönn dir reichlich. Soll ja auch gut für die Haut sein. Ist es auch. Und probier's so aus, ne? Machst einen Selbstversuch. Ja, normal. Jeden Tag zweimal drauf und dann... Ja, man muss ja. Lass mich raten, du bist in Wirklichkeit 65. Wer ist 65? Du. Du? Danke. Nein, ich bin 75. Ich weiß es gar nicht mehr, wie alt ich bin. 12, 12,5. Nein. Diese Fähigkeit doch. Ist noch nicht voll ausgebildet. Nein. Gleich erstmal schön Videos weitergucken, während ich render. Das geht? Ja, ich kann sogar hochladen, während ich Videos gucke. Krasser Typ auf jeden Fall. Aber runterladen und rendern, runterladen anwenden. Und Videos gucken geht irgendwie nicht. Ja, das ist halb wohl. Wenn hochladen und Videos gucken geht, warum geht denn runterladen und Videos gucken nicht? Weil du beim Runterladen das Video teilweise auf dein PC runterladen musst. Das soll mir jetzt was sagen. Ist noch nicht voll ausgebildet. Wenn du jetzt irgendwas runterlädst und dazu noch ein Video guckst, dann musst du die Daten vom Video auch noch runterladen. Das heißt, Downloadgeschwindigkeit wird dann von zwei Sachen beeinflusst. Vom Video und dann noch von dem Download, den du nebenbei hast. Und Upload ist halt sehr gering, also ist maximal ein Zehntel oder so. Und ich weiß ja nicht, ob das überhaupt was damit zu tun hat, weil wenn ich hochlade, kann ich ja nicht mit Fullspeed runterladen. Also das glaube ich, zwei getrennte Leitungen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wie kann ich dir helfen? Schlecht, schlecht. Zyklopenkeule kommt weg. Die Rüstung ist ziemlich gut. Nein, die Scheiße, gib's zu. Ja. Ja, weil die hatte ich jetzt hier so eine richtig geile Rüstung. Nein, ich hatte einen richtig geilen Helm. Ja, aber die Rüstung ist gut. Die macht 36 Rüstung plus 12% Blitzwiderstand. Also macht sie nicht. 28 Rüstung plus 5 Stärke. Ich glaube, ich behalte die hier. Gut, dann kann ich die verkaufen, weil intelligent will ich nicht sein. Doch, willst du eigentlich. Opfer ich ein bisschen Geschicklichkeit für Rüstung? Ja, klar. Gut, dann brauche ich einen auf Stärke. Brauche ich noch einen auf Stärke? Ja. Stärke ist immer gut. Spielstufe 12 muss ich werden. Ich bin jetzt Spielstufe 11. Ja, weißt du was? Ich habe sowieso genug Geschicklichkeit. Jetzt habe ich 100 Stärke.
Das ist ein Intelligenzteil, das sind Intelligenzteile. Die ist saumäßig schlecht, geht so. Nee, nee. Nein, die will ich nicht. Gut, dann behalte ich den Helm und die Rüstung und den Bogen. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. So, und dann kaufe ich nochmal eben. Ich hab irgendwie Bock auf Sommer. Dann mach halt. Nein. Auch Todesbock auf Sommer, Alter. Todesbock auf Urlaub. Es war mir ein Im Sommer gleich mal Vergnügen. wieder 3 Wochen nehmen, ne? Ich kann das für dich tragen. Ja, ich weiß, dass du Nee. das für mich tragen kannst. Was, ne? Du nimmst dir keine, keinen Urlaub im Sommer. Doch. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Versuchst du zu verhindern? Träume ihn nicht. Siehst du? Mann, der war scheiße. Dann will ich den Bogen noch ins Übergabereich. Eins, Dingens und dann. Irgendwas im Übergabereich? Nein. Deine Gut, dann kann Sachen ich die sind beiden bei noch mir sicher. verkaufen. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst das nehmen und das nehmen und jetzt kannst du mich Ja, wieder in Ruhe einen lassen. guten Tag noch. Genau. Jetzt gehen wir mal kurz wieder zu unserem Portal. Mein Kopf juckt. Was anderes auch noch. Nehme ich meinen Arm. Kurz Apfelsaft trinken. Ah. Müssen wir wieder ein Let's Play voll mit Apfelsaft aufnehmen. Ja? Ja. Wann? Weiß nicht, dieses Wochenende? Oder fährst du doch nach Weiß ich noch Vice nicht. City? Habe irgendwie wenig Lust dazu. Ja, erwähntest du bereits. Bei wem eigentlich wieder bei? Ja. Okay. Macht jetzt irgendwie jedes Wochenende irgendwie Party? Ja, das andere war nur ein kleiner Sit-in. Du brauchst Mit mehr 28 Energie. Leuten? Mit 4. Sind es doch wieder Diese weniger Fähigkeit gewesen? ist noch nicht voll Ja, die anderen ausgebildet. konnten irgendwie alle nicht. Da habe ich noch irgendwie 2 Leute eingeladen, da sind 8 gekommen, also GG easy. Ah, chillig wie unser Sit-in, wa? Ey, nein, Ich wir sag's hatten dir keinen nicht. Ich Valentine's. sag dir nicht so chill. Achso, Bam, sag's dir nicht. ich hab verstanden, so chillig wie unser Sit-in. Nee, ich hab gesagt nicht so chillig wie unser Sit-in. Valentine's. Übrigens Apfelsaftmarke. Freddy, bist du noch da? Okay, Freddy ist weg. Scheiße. Skype hat Probleme. Freddy, bist du wieder da? Ja. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Danke. Hab gerade gehört, Skype hatte Probleme. Nein, es war dein Skype. Ich habe einfach nur gesagt, Skype hatte Probleme. Ja, dein Skype. Nein. Wahrscheinlich. Skype an sich. Nein, hauptsächlich deins. Ja, sonst ist es ja immer da eins. Irgendwann muss ich auch mal meins sein. Es ist nie meins. Na, ich bin tot. Gut gemacht. Ich bin gerade instant an dem scheiß Gegner gestorben. Instant, Alter. Ja, und Bellentine ist übrigens eine Apfelsaftmarke, falls ihr Ja. es noch nicht wusstet. Das ist der beste Apfelsaft, den ich jemals getrunken habe, Alter. Der hat einen vollen Geschmack. Oh, der ist sogar. Was? Was? Da kam kein fucking Brunnen mal zwischen. Willst du mich verarschen? Du hast ihn einfach nur verpasst. Ich guck grad nach. Nein. Oh, ich habe hier Viecher übersehen. Gleich hab's mir auch mal gegeben. So, dann brauche ich gleich wieder Eichenherz. Alter. Wie viel Fruchtgehalt hat eigentlich Valentines? 40%. Ja? Ich Ja. dachte 30, oder 37 oder so. Ne, genau 40. Chillig. Der Apfelsaft von der Marke Bacardi hat 37,5. Genau wie russischer Apfelsaft. Ja, genau, russischer Apfelsaft. Aber russischer Apfelsaft schmeckt einfach nicht. Ja. Echt nicht. Dafür musst du schon echt ganz viel Apfelsaft vorgetankt haben oder im Kogge sein. Kocke ist ein Apfelsaftbar hier in der Nähe.
Das ist ein Apfelsaftclub, meinst du? Ne, eine Bar ist das. Nein, Bar wäre das Rios. Ne, ist aber schwul. Geht eigentlich voll, nur weil ihr da keinen Apfelsaft mehr gekriegt habt. Nein, nur was ein Scheißlachen ist einfach. Das habt ihr bald Das ist ja immer abgesoffen. todesvoll und da sind so 90% Typen. Das ist einfach Abfuck. Ja, und was ist mit Kogge? Zu 90 immer todesvoll und fast immer entweder ekelhafte, widerliche Typen oder ich weiß nicht. Ich mag es gar nicht Dinge nennen, es sind einfach eklig. Ja, es ist besser als Rios. Gut, wenn du das sagst. Ja, es Ich muss so war sein. da noch nicht, ich will auch gar nicht hin. Rias ist nichts für mich. Doch, eigentlich schon. Das ist eigentlich so ziemlich dein Gebiet, wo du gerne bist. Warum? Weil du Alter, bist Gärtner. dieses Viech ist so todesstark. Ist es nicht? Es one-hittet mich fast. Es ist eine Wolke. Nein, es ist ein Maschgrastiermensch. Was? Kein Plan, es tötet mich einfach. Diese Boah, Alter, das Fähigkeit ist ist noch viech nicht voll stark. Ich hab's gekillt ausgebildet. jetzt. Es war hier so ein Monsterviech, so ein Küsten. Du brauchst mehr Energie. Also, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Wollte er schon. Nein, wollte ich wirklich nicht. Bin gerade fast gestorben vor Pein. Ja, komm, aktiviere meinen Grabstein halt nicht. Gib doch. Warum So, ich gehe nur genau? noch mal eben kurz in die Höhle, die ein Kopf ist. So, gibt's hier drin zufällig einen Schrein? Nein, bestimmt nicht. Nein, leider nicht. Ich liebe nämlich Schreine. Da gibt's immer so tolles, gute Stats, so wie Dorn. Oder noch mehr Dorn. Schrein der Dornen im letzten Part 3 Stück, glaube ich. Oder nee, es ist schon. Ja, in dem Part, den ich heute hochgeladen habe, Part 15, nein, 16. Der so übertriebene Bildfehler bei mir hat. Und ich keine Ahnung habe, warum. Pisse. Weil im unbearbeiteten Video war es steril und ich mochte den Geschmack. Ach so. So, jetzt gehen wir nochmal kurz hier lang. Ich denke mal, im nächsten Park können wir dann erstmal für shoppen gehen. Zack, 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 aufs Maul. Dem auch noch gegeben. Was ist das da? Das ist ein Schrein, der. Ich hab's gerade nicht lesen können. Pisse. Nein, es war kein Schrein, der steril ist. Und den Geschmack von dem Schrein mochte ich auch nicht. Aber er Ach war so, gelb. sorry. Stand in der Meisterschaft. Ah, okay. Du kannst es 300 Hunde beschwören. Für eine Sekunde aber nur. Kann ich lustigerweise wirklich, glaube ich. Also ich kann jetzt, glaube ich, 300 beschwören. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Warum? Weil ich das schon mal. Wenn ich sage, ich habe ein Déjà-vu, dann müsstest du eigentlich wissen, warum, wieso. Bei was hattest du jetzt ein Déjà-vu? Bei dem Satz, den wir gerade, bei dieser Konversation, die wir gerade gehalten haben, mit den 300 Hunden, und dann hast du gesagt, was du gesagt hast. Und das hat Déjà-vu Okay. meinen Kopf ausgelöst. Bei mir zum Glück nicht. Ich hab das oft. Ja, ich habe sowas zwischendurch auch mal, aber in letzter Zeit irgendwie seltener und es laggt gerade ein bisschen, wo ich Macht's nicht. stabil 30 FPS habe. 30.000 FPS. Ja. Ja, juckt. Schnell nochmal alles looten. Mr. Wu gibt's aber noch, oder? Noch ja, ich weiß aber nicht mehr wie lange. Denkst du, ist es morgen noch? Ja, denke schon, wieso? Dann bringt Mami mir einen Mittagstisch mit. Nice. Chillig. Der hat Bock auf Mr. Wu. Ich bin am überlegen, ob ich morgen mit meiner Omi mal hingehe. Da hätte ich ja Todesbock drauf. Ja, Mann, Mr. Wu ist echt bester Schlitzaugen-Chinese der Welt. Nein. Was? Die Doch, Stärken sind nein, besser. nein, kein Weg. Das ist auf jeden Fall Nein, besser. kein Weg. Das ist viel besser, ey. Nein, Mann, es ist nicht so günstig und es schmeckt einfach nicht so geil. Es ist mega günstig. Du kriegst eine China-Pfanne für 4 Euro. Mit was?
Mit was? Du kriegst gebratene Nudeln und Ente für, ich glaube, 7,50 €. Ja. Davon kriegst du bei Mr. Wu so viel du essen kannst. Ja und? Das ist viel geiler. Doch, Mann. Ich meine, ich kann bei Mr. Wu so viel essen wie bei dem anderen und zahle das gleiche. Nee. Doch. Ich hör's. Was Ja, hörst du? gut, Ich habe nur das Lied Freunde. angemacht, um dich zu verwirren. Wir haben jetzt die Höhle, du ich. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, wäre es nett, wenn ihr mal ein bisschen Feedback da lassen würdet. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Tschüss. Like den Part, like seinen Channel auf Facebook, abonniert ihn, los. Tschüss. Pisse.